ihr Lieben, mein Name ist Marion Schauden von Flowers bei Schauden. Und bis jetzt habe ich ja nur runde Adventskränze gezeigt. Jetzt möchte ich aber den Klassiker austauschen gegen eine längliche Variante. Ich habe sehr, sehr viele Materialien mitgebracht, sehr viele Ideen und ich probiere das heute alles zusammenzufassen in einem Video. Also ich möchte gerne ein Tablett zeigen, ich möchte gerne eine Schale zeigen und ich würde sagen, wir legen sofort mit den Materialien los und zaubern wieder was Schönes. Lederfarn, Gräser, Kiefergrün, Sicheltanne, bisschen Laub, Muschelzypresse, Hagebutte, Viburnum, dann habe ich hier Skimmia, Polstermoos, eventuell Stacheldraht, Zapfen, Kerzenhalter, Töpfchen, Bäumchen, Lichthäuschen, Kerzen, Tabletts, Holzschale, Frischmosi, jede Menge Sachen. Das sind allerdings auch vier Ideen, die ich gerne zeigen möchte. Das heißt nicht, dass ihr all diese Produkte für dieses Do-it-yourself braucht. So, ich fange jetzt erstmal mit diesem Holztablett an. Das sind diese antiken Holztabletts, die wir haben. Vielleicht habt ihr auch noch ein altes Küchenbrett oder so. Hier sind solche Metallscharnieren dran. Sehr cool gearbeitet auf jeden Fall. Und damit dieses Tablett richtig schön wirkt, mache ich da einfach so einen Kerzenring dran, also aus Rost. Man kann das auch in Zink, aus Metall. Oder ihr positioniert da einfach richtig cool ein paar Kerzenleuchter. So, und dazu, zu diesem Rustikalen, passt halt auch dieses Tau. Dann nehme ich einfach so einen wilden Kieferast. Ich liebe das ja, ne? Schön die Finger voll harzen. Also die kriege ich bestimmt nicht mehr sauber im November. Genau, ich habe das letztens noch gehört, oh, die Hände kleben so. Aber das ist nun mal beim Floristendasein normal. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr mit Handschuhen arbeitet oder einfach pur mit euren Händen. So, ich umwickel das jetzt oder ich werde das hier jetzt einfach hier drunter klemmen und mit einem Stückchen Tau befestigen. Ich bin jetzt gerade am gucken, ob ich das doppelt nehme. Ja, können wir auch. Hätte ich jetzt ein bisschen mittig machen müssen. Komm, Marion, mach das doch mal ordentlich hier. Ich bin immer so die schnelle Nummer, ne? So, dann umwickeln wir das. Und dann kann man auch ruhig diese Bindestelle so sehen. Et voilà. Dann ist das eigentlich schon soweit fertig. Man könnte jetzt noch ein paar Naturzapfen dazu nehmen. Die lege ich da einfach locker mit dazu. Oder ein paar Äpfelchen. Das, was euch gut gefällt. Und dann habe ich da jetzt einfach mal diese mintfarbenen Kerzen, die pieke ich da rein und dann habt ihr wirklich, ich weiß, es ist sehr pur, vielleicht sagt der ein oder andere, das sind doch einfach die Sachen draufgeschmissen, aber das macht es ja gerade schlussendlich. Und ich finde, das sieht einfach richtig cool aus auf dem Couchtisch, also es hat irgendetwas Uriges, vielleicht auch ein bisschen skandinavisch angehaucht. Es ist sehr simpel, wenn der Kiefernast ausgeblüht oder ausgetrocknet ist, dann kann man den noch austauschen. Wer noch einen Farbakzent haben möchte, kann auch noch eine Hagebutte dazu setzen. Oder ich möchte euch auch gerne eben meine kleinen Moosbäumchen zeigen. Und wie wir die gestalten, das zeige ich euch. Also das wäre sonst auch noch eine Variante. Die kennt ihr ja schon. Ich habe das letztes Jahr mit Stacheldraht gemacht. Aber das kann man auch ganz, ganz klasse mit dem Polstermoos. Dadurch wirkt es etwas purer und klarer. Ich stelle dies jetzt erstmal zur Seite und zeige euch, wie ihr so ein Bäumchen gestalten könnt. Und da habe ich Polstermoos für mitgebracht. Und wenn ich das jetzt einfach aneinander setze, ist das Problem, dass es ein Riesenbäumchen wird. Aber ich möchte ja so eine Mini-Variante. Und damit das Polster nicht kaputt bricht, habe ich Draht. Das werde ich einfach drum zuwickeln. Ich werde das noch ein bisschen einkürzen, wenn es unten sehr genubbelig und sehr dick ist. Das kann natürlich sein. Aber damit Polster bleibt, umwickele ich das jetzt einfach mit diesem Draht. Und ihr seht, ich quetsche das da einfach rein und pieke das Stückchen Draht hinein. So, das mache ich jetzt mit 3, 4 Polstern. Das ist auch klasse, wenn man diese kleinen Polsterchen hat oder gerade die, die auf der Rückseite sind, die vielleicht etwas weniger schön sind. Da kann man wirklich sehr, sehr gut die Bäumchen mitmachen.
Und ich weiß nicht, ob ihr diese kleinen skandinavischen Lichthäuser kennt. Die haben wir auch tatsächlich. Und mich hat letztens eine Kundin gefragt, wie sie es dekorieren könnte. Und wir hatten da Bäumchen zugestellt, wir hatten da Moosbäumchen, also diese Spitzen dazu gestellt. Das sah alles auch schon ganz cool aus. Aber ich finde gerade dieses Skandinavische ganz cool mit diesen schönen Polstermoos-Bäumchen. Und die könnt ihr überall einsetzen. Also egal, ob jetzt auf ein Tablett, ihr könnt das in einem Gesteck hineinsetzen. Das ist alles kein Problem. Und wie das nachher fertig aussieht, das zeige ich euch. Und dann habe ich noch eine richtig coole, längliche Holzschale. Und ihr seht, ich habe ja Lederfahnen mitgebracht, ne? Und ich habe ja Lederfahnen echt verdonnert und am liebsten hätte ich das aus dem Laden rausgeschmissen. Und jetzt dachte ich, ach, ich möchte so ein waldiges Adventsgesteck machen. Und man sieht ja jetzt gerade auch die Fahnensorten, so gebleicht, getrocknet, im Braun. Da dachte ich, warum nicht simpel und etwas günstiger machen mit Lederfahnen? Weil Fahnen ist Fahnen und der hat auf jeden Fall auch diesen waldigen Look. So, jetzt habe ich diese vier Polster und die werde ich jetzt miteinander verbinden. Und da habe ich jetzt silberfarbiges Myrtendraht. Und dann schaue ich einfach, welche passen gut zusammen. Ja, alle passen zusammen. Und was nicht passt, wird passend gemacht. So, das setze ich so zusammen, quetsche das ein bisschen und dann werde ich das einfach mit diesem Myrtendraht umwickeln. Und ihr seht, ich habe sehr, sehr gut gefrühstückt. Ich mache da ein bisschen Kraft rein. Der Kameramann hat nicht gefrühstückt. Der Magen, der knurrt. Ich stehe immer morgens ein bisschen früher auf wie du. Du hättest dir doch auch schon Butterbrot schmieren können. Hätte ich dir schmieren müssen? Ja, ist gut, beim nächsten Mal, wo ich esse meistens morgens Porridge. Aber ich möchte euch jetzt auch nicht meinen Frühstücksplan sagen, sondern eher wieder zurück zum Do-it-yourself. Ich quetsche das immer wieder zusammen, bis es eine Kugel ist. Und im Nachhinein werde ich erst den Stab reinmachen und nicht jeder Baum ist rund gewachsen. Lass uns ehrlich sein. Also, ne, manche sind zwar sehr, sehr gut mit dem Stützen und mit Buchsbaumkugeln, aber die Natur muss natürlich auch ein bisschen zu sehen sein. Und wenn das nicht ganz rund ist wie ein Fußball, dann passt das sehr gut. So, das ist jetzt soweit fertig. Das umzwirbel ich jetzt einfach. Steck das durch diesen Myrtendraht wieder durch. Genau, film das mal, Kameramann. Ich und meine Wurstfinger, kriege ich das hin? Jo, das passt. Ihr seht, ne? So nähen und so ist auch nicht so meine Sache. Aber es hält. Et voilà. Dann haben wir diese Kugel. Und da kommt jetzt einfach, ich gucke jetzt einfach, ob ich noch ein Stückchen Ast habe. Nicht zu dick. Ja, hier ist noch ein bisschen Flechtenmoos dran. Ihr könnt auch einfach einen Kiefernast nehmen, ne? Wenn man so die Rückseite hat, wie zum Beispiel jetzt hier, schneidet man den ab. Das ist jetzt ein bisschen kurz. Komm, wir nehmen diesen Stab hier. So, auch der Ast ist nicht ganz gerade gewachsen. Oh, mir ist richtig warm. Ich habe diesen dicken Wollpullover an. Ich dachte, jetzt langsam wird es Winter. Das ist das Bäumchen und das kann ich jetzt einfach mit Steckmasse hier hineinstecken und da noch einen Zapfen drauf und dann haben wir ein ganz, ganz süßes Bäumchen. Und wie ihr die Bäumchen eindekorieren könnt, zeige ich euch. Von Hitze zur Deko. Hier habe ich jetzt zum Beispiel einmal ein Tablett. Ich hoffe, das fällt nicht runter, das ist falsch rum. Da drehen wir ganz vorsichtig. Vorsicht ist gefragt. So, da habe ich jetzt zum Beispiel diese kleinen skandinavischen Lichtbäumchen. Und ich finde das eine ganz tolle Idee auch für ein Fensterbrett, also für eine Fensterdekoration. Und ich habe jetzt einfach eine Batterielichterkette reingemacht, auf Timer eingestellt. Und dann geht das halt abends einfach immer an. Eventuell noch eine kleine Kerze dazu. Es müssen nicht immer die langen sein. Ein Ilex-Ast dazu. Man könnte jetzt natürlich auch noch ein bisschen dabei gehen. Etwas Kiefer mit ran, ein paar Zapfen.
Und es ist wieder einfach nur draufgeschmissen, aber ich finde gerade diesen natürlichen Look sehr, sehr schön und das ist eine tolle Sache, wie ihr die Lichthäuschen in Szene setzen könnt. Also wenn es gleich klappert, dann wisst ihr Bescheid. Einmal klappert's. So, und jetzt kommen wir allerdings zum Highlight und das ist dieses längliche Gesteck. Da habe ich eine Holzschale, die habe ich schon vorbereitet und mit Steckmasse ausgefüllt. Leute, ich ziehe mich jetzt erstmal aus. Oh nee, das geht nicht mit. Ja, das ist halt so, wenn man viele Wollsachen übereinander anzieht. Das habe ich sonst in meinem Skiurlaub an und dachte, ach, kann ich ja mal drunter ziehen. Mir ist auf jeden Fall wieder etwas kühler. Und jetzt fangen wir mit der Holzschale an. Da möchte ich gerne ein waldige Basic machen. Deswegen habe ich auch etwas Laub mitgenommen. Das kann ich auch hier an den Seiten einfach reinquetschen, weil ich da nochmal zum Schutz eine Folie hineingesetzt habe. Und wie kriegen wir jetzt so einen waldigen Look hin? Also ich möchte erst die Kerzen positionieren und ich habe mich entschieden für diese rostfarbigen Kerzen. Man muss natürlich erstmal schauen, wo setze ich sie hin. Dann möchte ich gerne eine Stabkerze mit hineinsetzen und ein Rentier und eine Klammer. Und wenn ich das erstmal so ungefähr positioniert habe, kann ich dann loslegen und die Kerzen befestigen. Hier nochmal ein Tipp, wenn ihr einen Kerzenleuchter in Silber habt und die passen nicht, man kann das einfach mit einem Tau oder einem Schleifenband umwickeln und dann passt es auch wieder zum Gesteck. Die Kerzen, die habe ich schon angedrahtet oder besser gesagt eine, das ist jetzt ein Kerzenhalter. Ihr könnt es natürlich andrahten. Ich brauche eine bessere Schere heute. Heute ist der Wurm drin. Aber ihr wisst ja, ich liebe Action und das gehört nun mal dazu. So, und dann setze ich die Kerze hinein und ich finde auch, dieser Rostton passt sehr, sehr schön zu diesen Hagebutten, den ich mitgebracht habe. Und tatsächlich, jetzt sehen die Hagebutten so bei uns aus, bei den Rosen. Die sind teilweise noch am Blühen. Ich weiß es nicht, wie es euch geht für die Gartenliebhaber, die eventuell Rosen haben, aber wir genießen da gerade noch richtig von. So, Kerzen habe ich soweit positioniert. Hirsch werde ich hier reinsetzen. Hier werde ich einen Magnolienast befestigen und integrieren, damit ich halt diese Klammer da noch dran setzen kann. Einfach schauen, wie ist er gewachsen. Noch einmal mit Efeunadeln befestigen. Und dann haben wir die Basic auf jeden Fall schon gut fertig. Und jetzt möchte ich diesen Waldlook bekommen. Natürlich jetzt nicht nur mit Laub, sondern mit den unterschiedlichen Grünsorten. Und ich finde da die Kiefer natürlich auch sehr schön. Die darf nicht fehlen, die setze ich hinein. Also es wird jetzt nicht nur mit Polstermoos und so ausgearbeitet, sondern ich möchte gerade diesen waldigen Look mit diesen natürlichen Grünsorten machen. Und ihr könnt am besten immer so vorgehen, indem ihr eine Grünsorte erst vorsteckt und dann die nächste und gerne auch in Gruppen arbeiten. Das gibt immer so eine gewisse Ruhe rein und dann ist es nicht so ganz gemischt. So ist es ja auch nicht im Wald. Die Bäume stehen ja auch alle ganz unterschiedlich und deswegen möchte ich das gerne in Gruppen arbeiten. Und in meiner Hoffnung gibt halt der Lederfarn nochmal so einen waldigen Look. Ich finde, das passt da sehr, sehr gut zu. Ihr seht auch, wie ich die Kerzen positioniert habe. Auf jeden Fall auch alles etwas asymmetrischer, etwas wilder. Und meine Empfehlung ist auf jeden Fall, wenn ihr ein längliches Gesteck macht und die Möglichkeit habt, gerne in frischer Steckmasse zu stecken. Also die grünen Sorten halten einfach wesentlich länger. Und dann kann ich natürlich auch mit so einer Sicheltanne arbeiten, mit diesen Viburnumbeeren arbeiten, mit Skimmia arbeiten. Und sonst wäre das alles gar nicht möglich. So, ich habe schon mal drei Gruppen an Kiefer. Ich werde das jetzt einfach weiterziehen. Mit dieser schönen Sicheltanne, die hat auch so einen leichten, rostigen Ton. Ich kann das auch mal etwas höher stecken. Man muss natürlich auch schauen, dass keine Brandgefahr ist. Die Materialien könnt ihr schräg anschneiden mit der Rosenschere. Und ich würde sagen, ich mache dies jetzt mal ganz in Ruhe fertig und dann schmücken wir das zusammen aus. Ups,
die letzten Feinheiten. Ich mache hier gerade noch ein paar Hagebutten rein. Ja, das Prachtexemplar ist fertig und ich nenne dieses Gesteck mal einfach der Hirsch im Felde. Und ihr seht, der Hirsch steht tatsächlich zwischen diesen Gräsern. Die habe ich etwas höher gearbeitet. Und hier unten sieht es aus, als ob er einmal durch den Garten gelaufen ist. Mit dem getrockneten Fenchel, was wieder sehr gut zur Schale passt. Mit dem Farn, weil es in einem schattigen Gewächs ist. Mit den Hagebutten, mit den Rosen, die gerade ausgeblüht sind. Dann noch ein paar Nadelgehölzer dazu. Und ich finde das farblich einfach sehr, sehr schön, sehr natürlich gestaltet. Das Highlight sind natürlich zum Beispiel der Hirsch, dieser Kerzenhalter mit der Hagebutte und diese besonderen Materialien. Aber ich finde auch, wenn ihr am Laubfegen seid, so eine Handlaub kann so ein Gesteck auch etwas hinzufügen. Dies muss natürlich passen. Also das passt wahrscheinlich eher in so einer Landhausküche, wo es etwas rustikaler ist, aber wo es etwas nüchterner und neutraler ist, habe ich hier nochmal eine andere Variante. Ich habe hier einfach mal ein Holztablett und dann habe ich hier so ein Zinksternchen fertig gemacht mit einer Stabkerze. Dann kann man da natürlich noch ein Bäumchen zu positionieren, wie so ein kleiner Wald. Man könnte auch noch eine Lichterkette dazu. Dann habe ich hier nochmal einmal eine Lichtquelle, also sowas Kleines, Niedliches. Und dann kann man die Kerzen natürlich zum Advent viermal positionieren, wenn man das gern möchte. Eine kleine Alternative zu meinem Moosbäumchen ist auf jeden Fall auch noch mal ein Stacheldrahtbäumchen in einem Topf. Und ich finde noch mal ganz kurz noch mal zu den kurzen skandinavischen Kerzen. Ich habe die hier jetzt noch mal einmal hier hineingesteckt. Ich finde es auch mal ganz cool, wenn ihr coole Kerzenleuchter habt, wenn ihr kurze Kerzen draus setzt. Es müssen nicht immer die langen sein, sondern ich finde gerade den Mix sehr, sehr cool. Und ich hoffe, ihr könnt was mit den Tipps starten. Ich hoffe, ich habe noch ein paar Inspirationen mitgegeben für den ersten Advent und hoffe, dass was Passendes dabei ist. Ich bin gespannt, was euer Lieblingsobjekt ist und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und bis bald. Ciao! Gar nicht, wie ich das alles verpacken muss, weil es muss noch einmal richtig schön in Szene gesetzt werden. Ja, wenn ihr noch Lust und Zeit habt für ein weiteres Video, klickt einfach hier unten. Und wer noch kein Abo hat, aber tolle Inspiration für den Advent, für den Garten und tolle floristische Tipps, dann seid ihr richtig beim Channel. Klickt einfach hier oben auf Abonnieren.